Welche Stadien gibt es bei der diabetischen Retinopathie oder der diabetischen Netzhautkrankheit? Herzlich willkommen, mein Name ist Dr. Amir Vahdat. Ich bin Facharzt für Augenheilkunde und spezialisiert auf diabetischen Netzhautkrankheiten, sogenannte diabetische Retinopathie. Die Krankheit ist geteilt in zwei Stadien. Fachbegriff ist Stadium 1, nicht proliferative diabetische Retinopathie und in weiterem Stadium proliferative diabetische Retinopathie. Die nicht proliferative diabetische Retinopathie, also Stadium 1, ist wiederum geteilt in milde, mäßige und schwere und auch sehr schwere und die Stadium 2, proliferative diabetische Retinopathie, ist ebenso geteilt in milde, mäßige bis schwere und sehr schwere. Man kann die diabetische Retinopathie behandeln. Eine nicht proliferative diabetische Retinopathie, gerade im Anfangsstadium, bei einer milde und mäßige, ist nicht unbedingt behandlungsbedürftig. Da reicht es schon oft aus, wenn die Patienten eine bessere Zuckereinstellung haben, bessere Blutdruckeinstellung haben, dann oft dadurch verbessert sich der Befund und dann muss man auch nichts machen. Wenn der Befund allerdings fortschreitet und die Veränderungen am Augenhintergrund weiterhin sich verschlechtern, dann kann man mit Lasern und zum Teil auch mit Medikamenten, die man ins Auge spritzt, die Krankheit stoppen und behandeln. Wichtig ist, dass die Patienten, die Diabetes haben, regelmäßig ihre Augen untersuchen lassen und so, dass man eine rechtzeitige Therapie nicht verpasst. Wenn Sie Fragen haben, können Sie gerne bei uns in der Praxis anrufen und Termin machen. Wir beantworten Ihre Fragen gerne.